Er konnte fluchen und schimpfen wie ein Bierkutscher. In seinen turbulenten Briefen versprüht er ein hinreißendes Feuerwerk von Sinnenfreude, derb, drastisch, obszön. Er soff wie ein Loch. Und wenn er die Hüften und Hintern schöner Frauen sah, flippte er aus. Dieser Kerl von Mann hat der Stadt München die würdevollsten und feierlichsten Bauwerke hingestellt und eine der eindringlichsten Kirchen des ganzen 19. Jahrhunderts. Er hat die Münchner Ludwigstraße zur monumentalsten Straße Europas gemacht. Er hat dieser Stadt den großen Zug gegeben. Friedrich von Gärtner, der Architekt König Ludwigs I. von Bayern. Mit 50 hat er sich malen lassen, lässig, locker, selbstbewusst die Arme verschränkt, mit weitem freiem Hemd und offenem Rock, ohne Orden, ohne Krawatte, ohne Allüre. Ein freier Mann, ein Künstler, kein Beamter, nur die Unterschrift verrät den Architekten. Friedrich von Gärtner, er hat der Stadt die unverzichtbare Bühne zu ihrer Selbstdarstellung gebaut. Wo sonst kann München, kann das Land Bayern Trauer inszenieren, Prozessionen, Demonstrationen und Paraden, als auf der Ludwigstraße zwischen Gärtners Siegestor und Gärtners Feldherrnhalle. Aber es ist sein Verdienst und vielleicht sein allergrößtes, dass diese Münchner Würde und Repräsentation nicht steif geraten ist, nicht kalt und protzig, sondern farbenfroh, lebendig und südländisch heiter. Gärtners Staatsbibliothek und seine Ludwigskirche, sein Universitätsforum mit seinen beiden schönsten Brunnen Münchens haben der Stadt italienischen Charme gebracht und römische Festlichkeit. Und ein Strahl Sonne wirkt Wunder auf den so sehr zurückgenommenen Fassaden. Man assoziiert Süden, Leichtigkeit, Lebendigkeit. Keiner konnte mit so wenig Mitteln Leben in eine Wand zaubern und so mit Licht und Schatten spielen wie er. Es sind große Blöcke, mächtige öffentliche Bauten, Staatsbauten, die Gärtner da an die Ludwigstraße gestellt hat. Aber sie sind groß, ohne Großspurigkeit, monumental, ohne einzuschüchtern und ohne alles falsche Imponiergehabe. Das allein schon ist sympathisch und ein Wunder in der deutschen Staatsbaukunst. Und bis ins Detail hinein spürt man den Drang zu Ordnung und zu Klarheit und Knappheit, der so ganz undeutsch ist. Die Ordnung der gärtnerschen Bauten kommt aus einem ganz anderen Geist. Da hat sich jemand sehr genau in der römischen und italienischen Architektur umgesehen und etwas sehr Eigenes daraus gemacht. Und in der Tat, nichts hat den jungen Gärtner so entscheidend geprägt wie seine drei intensiven Studien- und Wanderjahre in Italien. Das war zwischen 1814 und 17, er war damals 22 Jahre alt. Hier sieht man ihn mit anderen jungen deutschen Künstlern auf einem Ritt quer durch Sizilien zu den Tempeln von Agrigent. Die Flinten, die sie tragen, und die 5-Mann-Eskorte geben eine Ahnung, wie abenteuerlich die Reisewege zur Kunst damals waren. Immer ist er voll seligen Gefühls über die Göttlichkeit der schönsten Natur, wie er schreibt, aber akribisch werden auch die Bauten der römischen Antike in exakten Bauaufnahmen vermessen und bis ins feinste Detail kopiert. Pompeji fasziniert ihn ein Leben lang und mit einer atemberaubenden Präzision zeichnet er römische Architekturplastik auf Papier mit Licht und Schatten. Das ist Bildhauerarbeit mit dem Zeichenstift. Im Zeichnen war Gärtner perfekt. Seine Zeichnungen und Pläne gehören zu den schönsten Architekturzeichnungen überhaupt. Sein Vater, der kurtrierische Hof- und Kameralbaumeister Andreas Gärtner, hatte ihn schon von früh auf dazu gedrillt. Es gibt Zeichnungen bereits vom 2-jährigen Fritz. Als man 1804 nach München umzog, wo der Vater die wichtige Stellung des Hofbauintendanten erhielt, da kann der junge Friedrich schon locker Fassaden und Grundrisse zeichnen. Aber erst nach den 3 Künstlerjahren in Rom sieht er wirklich sein Ziel,
Ich will und werde meinem unumstößlichen Vorsatz gemäß Künstler bleiben und nicht ein federfuchsender Architekt, der in der Hofkammer seine 10.000 Rechnungen durchsieht und ebenso viele Berichte begafft. Da werde ich lieber noch heute ein Schweinehirt. In Rom gehen ihm die Augen auf für den Wein, für gutes Essen, für die Frauen, für die römische Antike, aber auch für die frühchristliche und romanische Baukunst. Was er damals erkannt und gesehen hat, wird der Grundstock seiner späteren Architektur, seiner Vorliebe für den Ziegelbau und seiner Lehre vom Rundbogenstil, seiner Neigung zur großen, ruhigen Form. Er hatte Italien begriffen. Nun kam er mit 25 Jahren wieder nach Hause, nach 10-jährigem Studium in München, Paris und Rom. Er fühlte sich bereit und fertig und er wollte bauen. Aber nun sollte die schwerste Zeit seines Lebens anbrechen. Er musste noch einmal ganze 10 Jahre warten, bis er den ersten Strich zeichnen durfte für seine großen Bauten an der Ludwigstraße. Es begann einer der schäbigsten und tragischsten Rivalenkämpfe der Kunstgeschichte. Die Szene im Münchner Bauwesen beherrschte damals ganz und gar Leo von Klenze. Ein Jahr zuvor war ihm der Durchbruch gelungen, beim bayerischen Kronprinzen, beim Wettbewerb um die Glyptothek der antiken Sammlung Ludwigs. Sie hatten sich gefunden wie ein Liebespaar in ihrer gemeinsamen Begeisterung für die griechische Antike. Klenze sollte aus München ein zweites Athen machen. Der Kronprinz hat für niemand anderen Augen und er scheut auch keinen Druck und keine Kabale, um diesen Favoriten durchzusetzen. Als erster stürzt Karl von Fischer, Gärtners Lehrer, und dann boxt Klenze auch Gärtners Vater aus dem Amt, wird selber Hofbauintendant. Im 8 Jahre jüngeren Gärtner erkennt er sofort, die Konkurrenz verbaut ihm jeden Auftrag und jede Karriere, wo immer er nur kann. Immerhin wird Gärtner mit 29 Jahren Akademieprofessor für Architektur und 2 Jahre später Leiter der Nymphenburger Porzellanmanufaktur. Schulhalten und Töpferware bemalen bleibt vorderhand meine Arbeit. Erst als Ludwig endlich mit 40 Jahren 1825 den Thron besteigen kann, da will er am liebsten aus ganz München eine Baustelle machen und Gärtners Stunde ist gekommen. Denn der König braucht nun mehr als einen Architekten, ja, er muss mehr als einen Architekten beschäftigen. Weder im Staatsgeschäft noch in der Kunst habe ich einen Günstling, Monopol taugt nichts. Der König beginnt, die beiden Rivalen gegeneinander auszuspielen. 1827 beauftragt der Gärtner mit wahrhaft imposanten Themen. Er soll sich über die Weiterführung der Ludwigstraße, die Klenze am Odeonsplatz begonnen hatte, Gedanken machen. Über ein neues Universitätsforum, über eine neue königliche Bibliothek und über eine Kirche seines eigenen Namenspatrons, des heiligen Ludwig. Das Monopol Klenzes war auf demonstrative Weise gebrochen. Wie stellt sich Gärtner eine große Kirche vor und noch dazu an dieser breiten, triumphalen Achse? Groß musste sie werden an dieser Stelle. Nach langen Planungen gab er der Kirche die 2 markanten hohen Türme, der beherrschendste Akzent in der ganzen Ludwigstraße und ein unübersehbarer italienischer dazu. 2 Türme, wie sie die Frauenkirche und die Theatinerkirche hatten, die Hauptkirchen der Stadt und des Hofes. Auf keinen Fall wollte er sie als nüchternen klassizistischen Zweckbau, so wie Klenze baute oder wie er Kirchen bei Weinbrenner in Karlsruhe erlebt hatte, wo sich Rathäuser, Kirchen und Museen nur durch aufgeklebte Attribute unterschieden, wie er schimpfte. Ein einziges Mal erwähnte beiläufig in einem Brief sein Credo als Architekt, dass er nämlich glaube, dass zwischen den strengen griechischen architektonischen Regeln und dem rein gemütlichen und fantastischen des Mittelalters etwas liege, das, wenn es vereint werden könnte, sicher das Beste für christliche, namentlich katholische Kirchen sein müsste. Was er damit meinte, hat er mit der Ludwigskirche in einer aufregenden neuen und nie zuvor gesehenen Form im Rundbogenstil vorgeführt.
Das Innere ist ein überraschend feierlicher und farbenprächtiger Raum, ein Kreuz im Grundriss, klare, hohe, schlanke Rundbogen, über und über mit Ornamentmalerei bedeckt und klare, gerade Abschlusswände, an die der Nazarener Cornelius sein riesiges Fresko vom jüngsten Gericht malte, das größte Wandfresko der Welt. Für Gärtner war das sicherlich nur eine Art Architekturdekoration, der Inhalt war ihm gleichgültig. Im Grunde hasste er die Künstlersekte der Nazarener mit ihrem übertriebenen, mystischen Religionskult. Und er war wohl nicht unschuldig daran, dass es über den Fresken der Ludwigskirche zum Bruch zwischen Ludwig und Cornelius kam. 4 Kirchen hat Ludwig in München gebaut, zur gleichen Zeit, in 4 verschiedenen Stilen. 3 hielten sich an historische Vorbilder. Nur Gärtners Bau ist etwas sehr Eigenes geworden, Gärtnerstil. Die Ludwigskirche machte ungeheuren Eindruck auf die Zeitgenossen, vor allem auf die jungen Architekten. Kirchen dieses Typus sah man bald in vielen Orten Deutschlands, in der Schweiz, auch in Italien. Und Gärtner Schüler exportierten die Ludwigskirche sogar bis nach Amerika. Daneben wuchs zur gleichen Zeit der Koloss der neuen königlichen Bibliothek heran, 155 Meter lang, über 1,5-mal die Länge der Frauentürme. Und zum ersten Mal seit der Frauenkirche verwendet Gärtner wieder den blanken, unverputzten Ziegel in München. 25 Fenster in einer Reihe, aufgereiht in gleichen Abständen, auf einem schmalen Horizontalgesims. Keine Quergliederung, kein Vor- oder Rücksprung in der Fassade, keine Säule, keine Dekoration. Die Fensterrahmen, nur ein glattes Profil in die Wand hinein versenkt, so radikal, so konsequent im Weglassen, so funktional, hatte noch niemand in München eine Fassade gebaut. Bei der Fassade hatte Gärtner selbst auch wirklich lange Bedenken, es würde womöglich eine langweilige Bücherkaserne werden. Innen war er sich von Anfang an sicher. Für die Haupttreppe stehe ich gut. Das ist die pompöseste, die wenigstens in Deutschland existiert. Diese gefällt mir selbst. Freilich hatte sie nicht so nüchtern gedacht, wie sie heute nach den Bomben des Zweiten Weltkriegs wiederhergestellt ist. Ursprünglich waren Gewölbe und Gurte bemalt mit Ornamentfeldern in starkem Rot und Blau. Es gab Porträts der großen Dichter der Weltliteratur und Büsten der großen Wittelsbacher. Der Aufstieg über die Marmorstufen hinauf zum hellen Himmel der Dichter und der Wissenschaftler war allerdings allein dem König vorbehalten. Zu Gärtners Pflichten gehörte auch die Architektur der Macht. Die Utopie des unpolitischen Künstlers war zwar auch in ihm lebendig, das war ein Ideal der Zeit, aber keiner ist so sehr Diener seines Herrn und seines Auftraggebers wie der Architekt. So abhängig von den Wünschen und Befehlen seines Brotherrn. Fast alle seine Bauten sind Nutzbauten in der Gesellschaft, öffentliche Bauten. Ein einziges Mal trifft Gärtner der Auftrag zu einem Herrschaftsbau, weit weg von München. Und doch bewegt er sich dabei keinen Schritt weit aus der Bannmeile des bayerischen Hofes und seines Herrn, des bayerischen Königs. Für Ludwig I., der es bezahlt und also anschafft, und seinen viel zu jugendlichen Sohn Otto, den ersten König von Griechenland, baut Gärtner seit 1837 das Königsschloss in Athen. Bayern in Griechenland, eines der seltsamsten, romantischsten Kapitel in der europäischen Geschichte. Die Bayerische Hilfsaktion für Griechenland war eine Utopie, aus einem humanistischen Bildungsideal erwachsen, ein poetischer Traum. Aus der Lektüre von Homer und Sophokles erdacht, und doch hat dieser bayerische Traum in Griechenland erhebliche Spuren hinterlassen, auch heute noch sichtbare, vor allem was den Städtebau angeht und die Architektur.
Ein Land, zerstritten, geknechtet, ausgeplündert in jahrhundertelanger Fremdherrschaft, bettelarm, hungernd nach Brot, ohne funktionierende Landwirtschaft, ohne Schulen, ohne Ordnung und Verwaltung, auf der verzweifelten Suche nach Freiheit und Identität. So ein riesiges, unzugängliches Land voller Probleme und brodelnder Unruhe sollten ausgerechnet ein blasser, sensibler Junge und 10.000 bayerische Beamte und Soldaten zu einem starken Land heranbilden. Das konnte einfach nicht funktionieren. Aber immerhin, zur neuen Hauptstadt wurde Athen gewählt. Nicht, weil da eine Stadt gewesen wäre, nur wegen der glanzvollen antiken Geschichte. Athen ist dermal nichts anderes als ein Haufen schmutziger Trümmer, um einige großartige Reste gereiht und durch ein halbes Hundert in Eile aufgeführter Gebäude unterbrochen. So schildern Zeitgenossen den Flecken, in den da Otto als König einzog. Der Griechenfreund Klenze wird 1834 als erster Bausachverständiger nach Athen geschickt. Er kümmert sich vor allem um die glanzvollen Ruinen der Antike, inventarisiert sie und stellt sie unter Schutz. Er wird damit also der erste Denkmalschützer Griechenlands. Und dann bastelt er mit an dem sehr mathematischen neuen Stadtplan Athens mit seinen schnurgeraden Reißbrettstraßen. Immerhin rettet er damals die malerische Altstadt unter der Akropolis vor der Modernisierungswut der bayerischen Verwaltung. Und dann entwirft Klenze im Anblick der Akropolis die ersten Pläne für ein neues Königsschloss. Eine Riesenanlage mit Türmen und Terrassen und Treppenanlagen, einen Palast, unerschwinglich für das kleine arme Land. Auch Schinkel wollte damals die ganze antike Akropolis in eine gigantische neue Schlossanlage verwandeln. Ein klassizistischer Sommernachtstraum. Ludwig wusste, warum er ein Jahr später, im Dezember 1835, Gärtner mitnahm auf seine erste Griechenlandreise. Gärtner, Pragmatiker und Realist, verlegt das Schloss an eine ganz andere Stelle, weil Klenze an einem feuchten Platz geplant hatte, der gesundheitsschädlich war, und weil sein Projekt mit 25 Millionen Drachmen für die Staatskasse unerschwinglich war. Gärtner plant ein knappes, gespanntes Rechteck mit Mitteltrakt, zwei Höfe, ähnlich der Staatsbibliothek, doch nimmt er sich hier in Athen noch weitaus mehr zurück. Der Bau besticht nur durch seine Proportionen und die klare Gliederung, die Verteilung der Fenster, die ruhigen Wände und durch die sonnige, warme Farbe, die dem Putz beigemischt ist. Damit erhält der große Bau etwas Schwereloses und Heiteres. Wenn Gärtner einmal auf Rundbogen verzichtet, dann tritt sein rationales Architektendenken, sein souveränes Gespür für große Körper und für Masse und Proportion noch viel deutlicher und aufregender hervor. Das ist ein kristallklarer Körper, der inmitten der hektischen modernen Architektur, die dem Schloss inzwischen auf den Leib gerückt ist, und dem tobenden Verkehr Athens ein Pol von Kraft und Ruhe und Konzentration geblieben ist. 1929 wurde das Schloss umgebaut zum Sitz des griechischen Parlaments. Und es ist erstaunlich, wie selbstverständlich das Gebäude dem Wechsel des Symbolgehalts gewachsen war. Heute ist es längst die Verkörperung des griechischen Parlamentarismus, ein Gebäude, das in seiner noblen Zurückhaltung die Demokratie genauso repräsentieren kann, souverän und glaubwürdig wie einstmals die Monarchie. Man brauchte eigentlich nur den riesigen gusseisernen Zaun rings um das Schloss zu entfernen und schon war das griechische Kapitol zum Einzug fertig. Eine Wohltat ist es, dass Gärtner so nah an der Akropolis nicht eine drittklassige Kopie
einen Aufguss eines antiken Tempels gebaut hat, sondern ein sehr modernes Haus ohne alle Anbiederung und ohne alle klassizistische Kälte. Am 6. Februar 1836 berichtet Gärtner nach Hause: Der Grundstein des neuen Schlosses ist mit allem glücklichen Erfolg gelegt, wie ich es kaum hoffen konnte. Es war ein ergreifender Moment, Vater und Sohn auf fremder Erde ein Werk vollbringen zu sehen, worauf ganz Europa hinsieht. Und als ich dem König Otto den Hammer überreichte, gab ihn dieser dem königlichen Vater mit kindlicher Ergebenheit, ihn mit rührenden Worten begleitend. Aber als der Vater den Hammer hinweglegend den Sohn in die Arme schloss, vor den Augen des gesamten Volkes ihn segnete und küsste, Heil verkündend über das begonnene Werk, da blieb kein Auge tränenleer und die des königlichen Vaters füllten sich zuerst. Ich wusste kaum, mich zu bergen und fühlte selbst mein eigenes Glück, Mitwerkzeug dieses erhabenen Moments zu sein. Nachts schreibt er noch lange Briefe in seiner gestochenen Handschrift an seine geliebte zweite Frau Lambertine, schildert, wie auch er noch Festregie treiben und weißblaue Zelte errichten musste für die königlichen Hoheiten und den Hofstaat. Beim Buchstaben E steht er selbst, der Architekt, Ausrufezeichen, Ego. Sein Ego war noch immer wackelig und angeschlagen, sogar an einem solchen Gipfel seiner Laufbahn. Auf eine ungemein liebenswerte Art zeichnet er sich selbst beim Entwerfen in seinem zum Architektenbüro umfunktionierten Schlafzimmer in Athen. Mit Schnauzbart, Fez und Morgenrock sitzt er wie ein kostümierter Muselmann am Zeichenbrett zwischen Pfeife, Nachttopf und Weinflasche. Das Bild wirft ein kleines Schlaglicht auf ein Architektenleben vor 150 Jahren, ohne Zeichenmaschine, ohne elektrisches Licht, ohne Computer, ohne Fotokopierer, ohne Fax und Telefon und ohne Taschenrechner. Bauen ohne Auto, ohne LKW, ohne Bagger, ohne Kran. In einem fremden Land, ohne Büro, muss er innerhalb von 3 Monaten so viele Pläne hinterlassen, dass ohne ihn mit dem Bau begonnen werden kann. Erdarbeiten, Grundmauern, die Anfertigung von Ziegeln, Balken, Kalkbrennen, Steinbruch, Steinmetzarbeiten. In 7 Jahren war der Bau fertig, eine erstaunliche Leistung unter den damaligen Umständen. Vom Inneren des Schlosses ist uns leider nichts erhalten. Die Tragik Gärtners, fast alle seine Innenräume sind zerstört, nur die Hüllen sind uns geblieben. Und so ist es umso schwerer, ihm gerecht zu werden, weil wir eines seiner Hauptprinzipien kaum nachvollziehen können. Außen soll ein Bau karg sein, knapp, verhalten, aber nach innen muss er blühen, wie die römischen Villen in Pompeji. Die Festsäle, Audienzsäle, Speisezimmer, Schlafzimmer in Athen waren ausgestattet im strengsten pompeianischen Stil, wie er schrieb. Geblieben sind uns nur Dutzende von delikatesten Entwürfen, die seine Meisterschaft als Maler und Erfinder von Ornamenten und Raumeinteilungen belegen. Unsterblich gemacht für das griechische Wirtschaftsleben, aber hat er sich durch die Wiederbelebung der Marmorbrüche hoch oben im Gebirge des Pentelikon. Auf seiner gezielten Suche nach geeigneten Baumaterialien entdeckt er einen historischen Steinbruch, aus dem in der Antike Material für die Tempel in Athen gebrochen wurde. In einer Höhle hatten Eremiten eine kleine Kapelle gebaut, ein zauberhafter Ort. Der Hauptbruch ist wie alle Werke der antiken Griechen großartig, schreibt er, und von der Natur so herrlich ausgestattet, dass sie eine meiner schönsten Erinnerungen an Griechenland sein wird. Am 5. März 1836 feiern sie dort seinen Namenstag mit bayerischen Freunden, ein Hammel wurde gebraten,
Musikanten spielten zum Tanz, Mädchen kamen und sogar ein Fass mit bayerischem Bier wurde heraufgeschleppt, um auf die Gesundheit König Ludwigs anstoßen zu können. Gewiegt von den herrlichsten Weinen wurde bald die Heiterkeit allgemein und es heimelte uns an alte römische Zeiten an, dass bald Lieder erklangen in allen Sprachen, nur nicht in griechischer. Man macht Ausflüge zu den klassischen Städten. Im Eilschritt und immer drängend, wie es Ludwigs Art war, der König zitiert eindrucksvoll vor den Bayern Homer und Thukydides. Gärtner hat Griechenland wohl nicht unbedingt mit der Seele gesucht. Ihn fasziniert die Landschaft viel mehr als die Tempel. Im Herzen war und blieb er ein Römer. Zum Glück war auch sein König halb Grieche und Römer. Und so war es nicht nur Ludwigs heißer Wunsch, seiner Hauptstadt und seinem Königreich mit griechischen Tempeln zu mehr Glanz und höherer Bedeutung zu verhelfen. Im Frühjahr 1839 landete auf Gärtners Tisch die königliche Order, das Bild eines römischen Gebäudes mit seiner ganzen Einrichtung auf deutschem Boden zu geben. Ausgewählt wurde ein Lieblingshaus des Königs in Pompeji, die sogenannte Casa des Castor und Pollux. Als Standort war diesmal Aschaffenburg ausersehen. Der Weinberg an der Mainschleife neben dem Aschaffenburger Schloss hatte wenigstens im Hochsommer eine Andeutung von italienischem Klima. Ein seltsamer Eklektizismus hier im Königreich mit antiken Geschichtsdenkmalen eine bayerische Identität zu schaffen. Aber so war es gemeint. Es war Ludwigs politisches Programm, mit Bauwerken überall im Lande die Präsenz königlichen Wirkens zu demonstrieren. Gerade die neu zu Bayern hinzugekommenen fränkischen Landesteile hat Ludwig Jahr für längere Wochen besucht und mit staatlichen und königlichen Privatbauten seine Fürsorge zum Ausdruck gebracht. So entstanden die repräsentativen Bauten in den fränkischen Bädern. Gutensohn baute in Bad Brückenau, Gärtner baute die große Anlage in Bad Kissingen. Und nun also ein maßstabsgetreuer Nachbau eines pompeianischen Hauses im geliebten Aschaffenburg. Im Zweiten Weltkrieg ist auch dieser Gärtnerbau leider zerstört worden. Jahrelang gammelte er ungeliebt dahin. Die bayerische Schlösserverwaltung baute zwar mit hohem Aufwand das Renaissance-Schloss daneben wieder auf. Für eine Kopie aus dem 19. Jahrhundert aber hatte man damals kaum Lust, ausreichende Schutzmaßnahmen zu treffen. Die Kunstgeschichte hatte es nicht gut mit Gärtner gemeint. Heute ist er wieder angesehen. Und so laufen seit 1986 die Wiederherstellungsarbeiten der Denkmalpflege. Inzwischen sehen die 150 Jahre alten Wandfresken und Scagliola-Arbeiten nach den Entwürfen und Vorgaben Gärtners allerdings weitaus schlimmer als die 2000 Jahre alten pompeianischen Originale aus. Schwere Entscheidungen für die Denkmalpflege, die Kopie der Kopie oder die Kopie als zerstörtes Original. Wie hätte Gärtner entschieden? 1836 war er von König Ludwig zum Generalinspektor der plastischen Denkmale Bayerns berufen worden. Er war also oberster Denkmalpfleger Bayerns. In dieser allmächtigen Position hat er allerdings entsetzlich gewütet in bayerischen Domen und Burgen. Es war seine Aufgabe, den ungestörten Anblick dieser erhabenen Tempel im Geiste ihres reinen Stiles wieder herauszustellen, wie Ludwig es einmal formulierte. Stilpurifizierung nannte man das, Bereinigung von allen Afterverzierungen, wie man sagte. Und so hat Gärtner unendlich viel Kunst späterer Jahrhunderte auf dem Gewissen. Im Bamberger Dom vor allem, beim Dom von Regensburg und beim Dom von Speyer. Dem Gärtner war keine Reliquie heilig,
rückte schon damals der Zeitgenosse Heideloff und schimpfte, dass die bayerischen Architekten sich wenig um die Geschichte kümmern und alles als zeitgemäße Geschmackssache betrachten. Ein Gegenstück zur griechischen Glyptothek in München war das Pompeianische Haus von Anfang an als Museum zugänglich, um Bildung und Geschmack der Untertanen zu fördern und ihr Interesse an vaterländischer Geschichte. Aber wie der König in der Glyptothek zwischen seinen geliebten Antiken auch zu essen wünschte, so wünschte er im Aschaffenburger Pompeianum auch zu wohnen und zu übernachten. Leibhaftig wollte er Geschichte erleben und anfassen. Er wollte seinen Plinius nicht nur lesen. Er schreibt das auch einmal ausdrücklich: Im pompeianischen Haus glaubt man sich versetzt in die antike Welt. Es ist hinreißend, ist entzückend. Ein andermal Lorbeer und Pfirsiche. Ich genieße den Schatten unter Granaten und Myrten, Pomeranzen, tolle Früchte. Gärtner schwärmt ähnlich. Für ihn hat der Nachbau wenigstens den Vorzug, dass er im März 1839 endlich wieder einmal nach Pompeji fahren darf. Für ihn ist es die unsterbliche Geliebte, die mich schon vor 20 Jahren entzückte. Ich konnte, schreibt er an Lambertine, den ganzen Genuss dieser heiligen Umgebung einsaugen. Ich war mir selbst wiedergegeben. Alle Räume waren früher möbliert und originalgetreu ausgestattet, wie zu römischen Zeiten. Gärtners bester Freund, der Würzburger Bildhauer Johann Martin Wagner, der in Rom lebte und für Ludwig I. als erfolgreicher Kunstagent tätig war, er musste die Geräte und Gefäße nach Fundstücken im Museum von Neapel kopieren. Ein Architekt musste damals alles können. Auch kriegerische Aufträge hatte Gärtner zu erledigen, so wie Klenze die Festungsbauten von Ingolstadt in große Architektur verwandelte, so musste sich Gärtner den Torbauten der Festung Germersheim in der Rheinpfalz widmen. Er plant sie in rotem Sandstein und natürlich im Rundbogenstil. In einer Beschreibung von 1848 heißt es: Die äußere Ansicht des Gebäudes hat einen ernsten und festen Charakter und macht einen echt kriegerischen Eindruck. Geholfen hat es trotzdem nichts, aber immerhin haben die Franzosen 1919 bei der Schleifung der Festung die beiden Gärtnerbauten stehen gelassen. In der Bayerischen Pfalz ist Gärtner bei der Purifizierung und Erneuerung des Speyerer Doms zuständig, entwirft eine Synagoge für Ingenheim und baut seit 1843 bei Edenkoben, wo sich der König eine Villa wünschte, italienischer Art, nur für die schönste Jahreszeit bestimmt, in des Königreiches mildestem Teil. Es ist Gärtners heiterster Bau geworden, sehr sicher in die Landschaft gesetzt, ähnlich sparsam und knapp wie in Athen sind die steinernen Architekturteile auf die Fläche gesetzt. Auch dieser Bau ist im Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden, aber es ist doch der einzige Gärtnerbau, bei dem die Innenräume noch die intakte, originale Wanddekoration tragen. Natürlich wieder im heitersten pompeianischen Lieblingsstil Gärtners. Auch dafür malt er die zauberhaften Entwürfe selber. Insgesamt sind es 2500 sauberst gezeichnete Pläne, die von Gärtner erhalten geblieben sind. Der größte Bestand an Plänen und Entwürfen eines einzelnen Architekten, über den die reiche Architektursammlung der Münchner Technischen Universität verfügt. Es ist unfassbar, wie er das alles schafft. Für jeden seiner riesigen Bauten entwickelt er neue Details, von der Kellerlüftung bis zum Kaminkopf, von der Kücheneinrichtung bis zum Türgriff und zur Lampe in der Toreinfahrt. Die Steinschnitte der Fenster zeichnet er genau und die Formate und Ornamente der Fußbodenplatten. Zu manchen Zeiten hat er 20 Großbaustellen zu betreuen. Ludwig überhäuft Gärtner mit Ämtern und Arbeit und Ehren.
Er ernennt ihn zum Oberbaurat im Ministerium des Innern. Er bekommt das Ministerialreferat und die Generalinspektion der Denkmalpflege. Er sitzt dem Baukunstausschuss vor, der alle Staatsbauten im Königreich begutachtet. Über seinen Tisch laufen alle Bauwerke der neuen Eisenbahnlinien. Er hat noch immer die Leitung der Porzellanmanufaktur und der königlichen Glasmalereianstalt, die die Glasfenster für die Auerkirche, den Regensburger Dom und den Kölner Dom anfertigt. Er ist auch noch immer Professor für Baukunst und Akademiedirektor. Er hat sage und schreibe 92 Studenten im Semester. Bis von Amerika kommen sie nach München, denn nirgends kann man so viel lernen wie an Gärtners Großbaustellen an der Ludwigstraße. Er beherrscht das gesamte bayerische Bauwesen von Reichenhall bis Speyer. Aber er gibt nichts ab, er trennt sich von keinem Amt, er klammert an seinen endlich errungenen Machtpositionen. Das kann nicht Vernunft sein, es muss Eifersucht sein, sein immer noch verletztes Ego, seine Gier nach Bestätigung. Meine Bauten sind zum Staunen des Publikums und zur bisherigen Zufriedenheit seiner Majestät unter Dach gebracht, bis auf einige Lücken, schreibt er. Seit München steht, sind so viele Steine in einem Jahr nicht aufeinander gesetzt worden. Deshalb weiß ich auch oft nicht, wo mir der Kopf steht. So etwas gesteht er natürlich nur seinem engsten Freund Wagner. Dabei entstehen zu dieser Zeit seine Meisterwerke, wie das Forum der Universität und daneben die Direktion der Bayerischen Salinen, ein funktionaler Bau von umwerfender Modernität. Wieder zeigt Gärtner hier das Prinzip der Wiederholung des Aneinanderreihens gleicher, exakt gleicher Elemente. Das ist ein streng rational durchkonstruierter Bau in einem quadratischen Rastersystem, das Gärtner in Paris bei Durand gelernt hatte. Und diese mathematische Logik der Ordnung wird rücksichtslos innen wie außen gezeigt. Das ist sozusagen Münchens erster moderner Zweckbau. Gärtner war nicht der Romantiker, als den ihn die Kunstgeschichte immer gerne vorführt. Gärtner war strenger Rationalist und Funktionalist. Ein sehr moderner Architekt am Beginn des Industriezeitalters. Dieser Bau hat eine Präzision und Schärfe der Linien und Kanten, die schon fast wehtut. Genauso an der Feldherrnhalle, ganz anders als beim Vorbild in Florenz, der Loggia dei Lanzi, hat Gärtner seine präzisen Ornamentstreifen in die Kanten der Bogen gesetzt, die dem Bau etwas Straffes und Sehniges verleihen. Man glaubt eigentlich gar nicht mehr, dass Steinmetze hier mit der Hand geschlagen haben. Es ist das Denken und Rechnen des neuen Industriezeitalters. Es waren Gärtnerschüler August Voigt und Friedrich Bürklein, die den Münchner Glaspalast gebaut haben und die Riesenhalle des ersten Münchner Hauptbahnhofs. Und auch Gärtner selbst hat bereits die ersten Eisenkonstruktionen in Kissingen und München mit Serienelementen gebaut. Wir stehen hier am Anfang der Moderne und Gärtner und Klenze kennen das Wort modern sehr wohl. Klenze lehnt es ab als trockene Maschinenkunst unserer modernen Schulen und Meister und er geißelt damit Gärtner. Gärtner wiederum meint, dass die Münchner Bauten der letzten Jahre doch einen Weg zu einer modernen Baukunst weisen. Er hat nicht recht behalten. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wählt den Weg nach Neuschwanstein zu einer pompösen Prunkarchitektur und einem wahllosen Griff in den Theaterfundus aller Zeiten. Gärtner musste selbst noch diesen schmerzhaften Schritt tun mit dem Wittelsbacher Palast in München, den er auf Anordnung des Kronprinzen Maximilian im gotischen Spitzbogenstil errichten musste. Der Bau ist im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden. Es war der Hauptsitz der Gestapo und wurde daher schnell abgerissen, wie die meisten Zeugen an die Zeit, wo München Hauptstadt der Bewegung war.
Dies ist mir der zuwiderste Bau, den ich geführt habe, sagte Gärtner, und Ludwig hasste ihn genauso. Weder des Baumeisters Wahl noch meine, sagte er. Es war die Ironie des Schicksals, Maximilian hat den Bau nie bewohnt. Statt seiner ist Ludwig hier eingezogen, als er 1848 nach der Revolution auf den Thron verzichtete und Privatmann wurde. Gärtner hat diese schwerste Stunde seines Bauherrn nicht mehr erlebt. Er ist ein Jahr zuvor gestorben. Am 16. April 1847 ereilte ihn ein Schlaganfall. 5 Tage darauf stirbt er im Alter von 54 Jahren. Und noch eine Ironie. Ausgerechnet Klenze, der Erzfeind, der Konkurrent der Schatten in seinem Leben, ausgerechnet Klenze vollendet, was Gärtner halbfertig zurückließ. Den Wittelsbacher Palast, Villa Ludwigshöhe, das Pompeianum und Gärtners Lieblingsprojekt, mit dem er sich hier abbilden ließ, die Befreiungshalle auf dem Michelsberg bei Kelheim. Er dachte sie sich in titanischen Dimensionen als Pantheon mit einem Bogenkranz darum. Der Sockel war fertig, auch die 34 Siegesgöttinnen und die Marmorsäulen. Klenze aber hat das Konzept umgestoßen und alle Rundbogen gestrichen, mitsamt der großen Kuppel. Es ist seine Befreiungshalle geworden. Der abgedankte König geht mit dem toten Gärtner um wie mit einem Geliebten. Das letzte Werk Gärtners war der Münchner Südfriedhof im Stil eines italienischen Camposanto. Noch war er nicht fertig gebaut. Ludwig lässt den Friedhof sperren. Niemand darf hier bestattet werden. Gärtner soll der erste Tote sein, der in seinen Friedhof einzieht. Bis dahin wird er im Erbgrab der Familie Heideck bestattet. Erst als die Ehrenarkaden fertig sind, wird der Tote umgebettet. Er liegt gleich neben dem Eingang. Ludwig lässt ihm einen Grabstein machen und auch den rührend holprigen Spruch hat er selbst verfasst. Zum ehrenden Andenken des vielen und Schönen, was er gebaut, auch dieser Friedhof ist von ihm. Die Kunst hat einen großen Verlust erlitten. Klenzes Grab verfügt er 2 Gräber weiter. Erst im Tod fanden sie zueinander.